So, wir müssen heute zwingend über Robert Lewandowski und seinen schicken neuen goldenen Schuh sprechen, plus diese Gerüchte mit dem Wechsel, ja. Und Matze, was meinst du, was muss noch rein? Ah, auf jeden Fall Messi und Pochettino, da brodelt es gewaltig, unfassbar. Außerdem natürlich das Topspiel am Wochenende. Und zwar Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Kalli, was haben wir denn noch? Und ich haue euch zwei, dich Tobi und dich Matze, mal richtig mit dem Kopf zusammen und sage euch beiden dann, euch beiden Streithähnen, wer recht hatte in dem Thema Tim Wiese. Oha. Oho. Im Bereich Theater. Ich freue mich. Let's go. So, aber bevor wir loslegen, müssen wir noch ganz kurz hier unseren Partner der heutigen Folge reinholen. Quasi unser Trikotsponsor, ist ja ein Fußballthema, nämlich die Firma Eismann. Matze, es ist September, was heißt das bei Eismann? Das heißt, Eismann hat einen neuen Katalog, wo natürlich die ganzen Klassiker drin sind und auch die ganzen vielen neuen Produkte. Ja, eine ganz besondere Produktserie ist dieses Mal Aufgelafert, so der Name. Wie heißt das? Aufgelafert. Aufgelafert. Ja, das sind wunderbare Rezepte, die in Abstimmung mit Johann Lafer entwickelt worden sind. Du kennst den, oder? Das ist ja eine geile Kombi. Eismann und Johann Lafer, ich kenne ihn. Ein super netter Typ und einer mit wirklich Expertise. Also Johann hat es köchemäßig drauf und auch fußballmäßig, weil Tobi, ja, du weißt es. Der hat tatsächlich mal, ich glaube, mehrere Jahre sogar als Torwart in der, ich weiß, Köche-Nationalelf oder wie das heißt, gespielt. Ja, und Riesenfußballherz, FCK-Fan, soweit ich weiß. Aber darum geht's jetzt nicht. Nein, die Käsesuppe ist angerichtet von Eismann und wir fangen an mit dem Podcast. Let's go. Echte Champignons XXL. Ups, sorry. Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Herzlichen Glückwunsch, lieber Kalli, das ist ja unglaublich, dass endlich mal auch ein Tipp von dir richtig war. Normalerweise liegst du ja immer komplett daneben. Ja, ich eifere dir da fleißig nach, du bist ja so tippsicher. Ja, ja, ich weiß aber auch, dass man bei Tipps immer das Quäntchen Glück hat. Meistens sagst du, die dümmsten Bauern haben die meisten Tipps richtig. Also in die Kategorie möchte ich nicht fallen. Ich hielt es aber für möglich nach wie vor. Man war ja so, dass Köln ein Heimspiel hatte, einen sehr guten Lauf hatte und unter dem neuen Trainer muss man hinterm Baumgart, muss man einfach so sehen. Und ich sah auf der anderen Seite Leipzig nicht, weil sie jetzt schwächer gestartet sind in der Bundesliga. Sie hatten nur 48 Stunden Zeit von Manchester United ins Kölner Stadion. Und da habe ich auch mit sowas gerechnet und sowas für möglich gehalten. Also stopp. Ich muss jetzt erstmal hier eure Party-Laune ein bisschen trüben, ne? Das geht also jetzt um unser Tippspiel. Wir haben letzte Woche, hat jeder den Tipp abgegeben zu Köln gegen RB. Kalli hat 2-2 getippt und es ist 1-1 ausgegangen. Ja, das ist schon sehr okay, aber also so richtig voll auf den 9 war es ja jetzt auch nicht, ne? Auch nicht, das gibt auf jeden Fall Punkte für die Tendenz. Das wäre aber beim Tippspiel, wo ich ja auch schon öfter mal mitgemacht habe, wäre das am Ende dann doch nicht so doll. Also am meisten aber die Ahnung Tendenz hast du schon. Das sind dann 3 Punkte. Nicht nur Remis, unentschieden Sieg, sondern auch das Torverhältnis 2-2. Verstehe. Naja, aber ist ja auch letztlich egal. Ich habe auf den Kölner Sieg getippt. Am Ende war es ein Unentschieden. Und es war ein tolles Fußballspiel. Also das haben mich angesprochen. Hast du das Spiel gesehen? Köln gegen Leipzig? Und ich habe gesagt, ja, ich habe ein bisschen reingeguckt. Ich habe es nicht ganz gesehen. Und viele, oh, das hättest du gucken müssen. Das war richtig geil. Und das ist ja schön, wenn eben es nicht nur Topspiele gibt wie Bayern gegen Dortmund, was sehenswert ist, sondern wenn auch einfach der erste FC Köln dafür sorgt, dass geiler Fußball geboten wird. Und es bestätigt ja auch das, was wir gesagt haben über Steffen Baumgart. Die Schlägermütze ist ausverkauft im FC-Fanshop übrigens. Da gab es irgendwie 1000 Stück von, habe ich gelesen. Jetzt müssen sie nachproduzieren lassen, weil die wird gerade Kult, die Mütze des Sumo-Trainers, der ja draußen immer steht und seine Mannschaft so anpeitscht wie lange keiner mehr. Macht richtig Spaß. Allein deswegen, Matze, dein Typenthema wieder, ne? Da haben wir jetzt wieder so einen Typen. Macht es schon wieder mehr Freude hinzugucken beim FC. Ja. Moment mal gerade, das ist Riesensauerei. Das muss ja Lothar Matthäus mal kurz eben dazwischen gehen tun. Ja, Lothar Matthäus bringt seit Jahren Leistung als Spieler, als Trainer, als Verantwortlicher, als Mann, der sich kümmern tut um Spielerfrauen aus der Ukraine, aus Weißrussland oder aus Kasachstan. Und ich habe noch nie eine Mütze bekommen in irgendeinem Fanshop. Das ist Riesensauerei, ist das. Weder beim FC Bayern München noch bei der deutschen Nationalmannschaft. Das ist Riesensauerei, bestimmt sauer darüber. Immer werden andere Spieler, andere Trainer werden gehuldigt. Ein
Galli, ja. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, du, wieso hast du mich eigentlich niemals als Trainer bei Bayer Leverkusen vorgeschlagen? Das ist mal ehrlich. Du hättest den Lothar doch mal zum Steffen Baumgart von Leverkusen machen können. Oder nicht? Ich meine, Lothar hat's ja drauf, wissen wir beide. Ich muss das nochmal, auch bei allem Flachs, Lothar ist ein absoluter Fachmann. Er hat nicht nur 150 Länderspiele, ist nicht nur Rekordspieler, WM-Kapitän, also er war Kapitän, als wir Weltmeister wurden, ein bester Spieler der Welt, ist der letzte deutschstämmige Spieler der Welt, Fußballer wurde, also da müssen wir nicht drum rumalbern und der macht doch seinen Job als Experte oder Journalist sehr, sehr gut. Also mit der Mütze ist natürlich so eine Sache. Kennt ihr zwei noch den Mann mit der Mütze? Da gab es mal einen Lied. Es gab mal einen Torwart, Waldemar Zimander, der spielte bei Rot-Weiß Essen im Tor. Der hatte auch immer eine Mütze, aber den kennt ihr beide nicht mehr. Ich spreche von dem Song, der Mann mit der Mütze. Kennst du Helmut den? Helmut Schön. Richtig. Ah. Na klar. Der wurde mit Deutschland Weltmeister, der wurde mit Deutschland Europameister, schön im Ball flach halten und würdigen und das anerkennen. Nicht, wurde der auch der Mann mit der Mütze. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz eben fragen, Kalli, da weißt du sicher mehr als wir. Weltmeister geworden ist Deutschland, richtig, 1974, aber war es nicht so, dass am Ende die Mannschaft sich teilweise selber aufgestellt hat, das habe ich mir zumindest mal sagen lassen, dass irgendwie Helmut Schön gar nicht so einen großen Einfluss auf die Elf hatte. Oder ist das ein Armenmärchen? Er hat ja natürlich immer, es gab ja nach der überraschenden Niederlage im Gruppenspiel gegen die damalige DDR-Nationalmannschaft, gab es natürlich, du darfst nicht vergessen, 74 in einem Land, 70 haben wir eine super Weltmeisterschaft gespielt, auch schon unter Helmut Schön, 72 wurden wir super souverän Europameister und dann hat natürlich jeder gesagt, jetzt 74 in einem Land, da gehen wir ab und dann verlieren wir ein Gruppenspiel gegen die DDR und dann gab es ein bisschen Schläge für den Helmut Schön und es wurde dann nicht viel geändert, muss man einfach sagen, wir sind im Endspiel, Gerd Müller war der Mann, der vorne drin stand, Hänger war der Franz Beckenbauer, Sepp Maier im Tor, Breitner, Schwarzenbeck, Vogts, wer willst du da noch anders bringen? Da war Hoeneß als junger Spieler, kam dann Overath im Mittelfeld, Bohnhoff, der noch ein Tor machte, also schöne Ballflachhalle, Junge, es war nicht viel zu ändern. Tobi, wie hast du das damals erlebt? Du warst ja damals, 19, warst du 39 Jahre alt. Wie ist damals die WM für dich gewesen? Ich habe die, glaube ich, bei Netflix verfolgt damals oder bei Amazon. Ich weiß gar nicht, wer damals die Streaming-Rechte hatte. Aber ich fand's abgefahren. Schnelle Schnitte, alles gut. Es ging ja immer um die Situation, soll Netzer spielen und Overath raus, weil Netzer ja 72 mit souverän Weltmeister geworden ist, auch mit einem Sieg in England in der Vorrunde. Und ansonsten gab es auch keine großen Diskussionen. Overath hat eine sehr gute WM gespielt und war eben 72 bei der EM verletzt. Also da kannst du natürlich, das ist dann stöhnen, ob allerhöchstem Niveau spielt Netzer oder Overath. So. Ja. Bevor wir ich muss euch einmal ganz kurz in die Zeitmaschine treten. Ja, das wollte ich gerade sagen, bevor wir jetzt alle jungen Zuhörer verlieren, weil die sagen, Breitner, Hoeneß, wer ist das? Berti Vogts, nie gehört. Fängst doch mit den Fragen an, du Blödmann. Hast du mich hier... Du fängst doch damit an. Hast du mir, und dann sagst du, das können wir doch nicht so weitermachen. Hast du mich jetzt hier gerade verbal beleidigt, Kalli? Ich hab schon wieder Blödmann gesagt. Was ist denn hier los? Was bringst du denn hier eine Schärfe rein? Weißt du, du sitzt da schön im Saarland und hast schon wieder drei Weizen getrunken, verstehst du? Und bringst hier eine Schärfe rein. Was ist denn los, Kalli? Ja, Matze. Pass auf, wir machen die erste Rubrik, weil ich finde, die passt perfekt an dieser Stelle. Und zwar ist es, ich drehe am Rad, der Held der Woche, Held der Woche, Held der Woche. Tobi, und du kannst uns sagen, wer dein Held der Woche ist. Ich habe einen absoluten Held der Woche. Der ist für mich absolut verdient, wird der mit dieser Medaille ausgezeichnet. Aber ich möchte erst deinen wissen. Und ich hoffe, es ist aus dieser Zeit und nicht aus 1974. Bei dir hätte ich jetzt ja gedacht, so wie du eingestiegen bist vorhin, dass Kalli dein Held der Woche ist, weil er 1-1 bei dem Spiel getippt hat, das 2-2 ausgegangen ist. Kalli ist der Held des Jahres für mich. Kalli war und ist immer mein Held. Aber jetzt geht es um den Held der Woche. Und Tobi, welcher ist deiner? Also es fällt mir nicht so leicht, weil ich mit dem Verein ja so, sagen wir mal so, mein Thema habe als Bremer. Mhm. Aber natürlich ist Robert Lewandowski
als derjenige, der den goldenen Schuh mehr als verdient in dieser Woche bekommen hat für seine 21 Pflichtspieltore, erfolgreichster Torschütze Europas. Einfach ein sportlich mehr als verdienter Held der Woche, Held des Jahres, Held der Saison, sag noch irgendwas. Im Grunde auch Held seiner eigenen Karriere. Das ist ein Stürmer über Jahre, wie ihn die Bundesliga wirklich nicht hatte. Ich bin total gespannt, ob er in der Bundesliga bleibt die nächsten Jahre. Man hört immer wieder was von Interesse, auch nochmal von ihm, also seinem Interesse nochmal in Richtung andere Länder, andere Ligen. Vertrag läuft bis 2023, das heißt im nächsten Sommer wäre die letzte Möglichkeit, dass die Bayern nochmal Ablöse für ihn kriegen, wenn sie denn nicht verlängern mit ihm. Aber wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, der schielt nochmal Richtung Liverpool, Premier League, vielleicht Spanien. Ja, und jetzt ganz ehrlich, und Kalli, ich weiß nicht, das wirst du ja genauso sehen. Ich würde es ihm überhaupt nicht verdenken, weil er hat ja für den FC Bayern wirklich Unfassbares geleistet. Er hat mitgeholfen, dass sie die ganzen Titel geholt haben, dass sie die Champions League geholt haben, das Triple geholt haben. Er ist eine Bank, er ist ein Garant. Es wird natürlich ein Riesenloch entstehen beim FC Bayern. Aber ich glaube, wenn du die Chance hast, und er sieht es jetzt ja wahrscheinlich auch an Ronaldo, an Messi und wie sie alle heißen, an Ibrahimovic, dass du auch im hohen Alter, so will ich es mal nennen, noch gute Leistungen bei anderen Vereinen bringen kannst. Und ich glaube, ich würde in meinem Leben auch vielleicht dann nochmal was Neues erleben wollen, wenn ich so ein Spieler wäre, oder? Er ist 33 geworden, ne? Und hat natürlich den Körper eines Ende 20-Jährigen. Ich wollte sagen, der ist ja auch selten verletzt, Kalli, oder? Könntest du dir das vorstellen? Das würde man ihm doch auch gönnen, oder? Also ich würde es akzeptieren, wenn er sagt, ganz zum Schluss will ich nochmal nach Liverpool zu den Beatles und zu Jürgen Klopp. Er kennt ja eh nur noch ganz gut und das hätte ich für einen normalen Fall. Aber er weiß natürlich, was er bei Bayern München hat. Das ist ein absoluter Spitzenverein in Deutschland. Und ich habe ja immer gesagt, sie sind auch für mich ein absoluter Top-Favorit, was das Thema Champions League angeht, unter der Voraussetzung, dass sie nicht so viele Verletzte bekommen. Man weiß ja, wenn die Saison lang läuft, also Nationalmannschaft, da sind die immer dabei, die Spieler, nicht nur die Deutschen, dann gibt die Bundesliga, Pokal, Champions League, und da muss man gucken, ob man da auch mit dem Quäntchen Glück auch in der Frage Verletzten oder keiner Verletzten gut durchkommt. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema dabei. Ja. Aber ich bin trotzdem überrascht, Tobi, dass du Robert Lewandowski genommen hast. Ich hätte gedacht, du nimmst Tim Wiese als den Held der Woche, der sich ohne gültigen Ausweis in den VIP-Bereich geschmuggelt hat beim SV Werder Bremen und dort verbannt wurde. Und Matze, pass auf, hättest du in deinem Rubrikenglücksrad, also wär's an anderer Stelle stehen geblieben und wir hätten über unseren VIP-Besuch der Woche gesprochen. Okay, dann machen wir das noch. Wir reden. hätte ich natürlich Tim Wiese angeschnitten. Okay, da reden wir dann gleich. Sehr gut. Ja. Beifall Note 1, Besuch der Woche. Sehr schön. Okay, kommen wir auf Tim Wiese gleich nochmal zurück. Kalli, was ist dein Held der Woche? Also wo sagst du, das ist derjenige, wo ich sage, Chapeau? Ja, ich muss jetzt einfach mal sagen, man hat ja lange diskutiert über die Bayern, lange auch über Abwehrschwäche noch der deutschen Nationalmannschaft. Das wussten wir ja, dass die vier besten Vorstopper alle kein Deutsche waren. Wenn ich jetzt nach Bayern München gucke, sieht man ja mehr geschossene Tore und nicht so viel Probleme hinten in der Abwehr. Aber dass man jetzt plötzlich Süle ist auf dem Weg der Besserung, Hernandez spielt das erste Mal wieder, dann haben sie ja vor einem Jahr, anderthalb Jahren den Davies eingebaut und jetzt taucht plötzlich Stanicic, so ein Halbdeutscher, Halbkroater, auf und hat mich wirklich als rechter Verteidiger total überzeugt. Wenn man jetzt sieht, dass Pavard noch ein Weltmeister draußen sitzt, dann ist über Nacht, kann man fast sagen, die große Sorge, das große Problem in der Bayern-Abwehr, nicht nur durch einzelne Spieler, durch den Block von vier Spielern, die den Viererblock hinten spielen können, mehr als gut besetzt, und dann kann man auch ganz schön durchatmen. So, guck mal, und das ist eben Kalli, ne? Der erzählt uns gerade noch von 1970 und 72 und was da für Namen. Und jetzt kommt er mit einem Spieler, Matze, den du parallel jetzt gerade googeln musst wahrscheinlich, den du nicht erkennen würdest, wenn er neben dir in eine Taxe einsteigt. Also Kalli ist nach hinten wie nach vorne Legende. Nur, dass du das Nein, ich muss aber, ich muss aber dazu doch, Kinders, ich muss doch dazu was sagen. Natürlich, Kinders. Natürlich führt doch kein Weg vorbei. Lewandowski war eine absolut assreine, perfekte Nennung. Da gibt's so nichts anderes. Und man kann dann auch sagen, guck doch mal der Kimmich und guck doch mal der Goretzka, wie die da im Mittelfeld mit Dynamik, mit Torgefährt.
Ich kann sie ohne zu schade sind für die Dreckesarbeit. Die hören auch eindeutig dazu. Das muss man ja einfach so sehen. Da führt ja auch kein Weg dran vorbei. Und ich wollte jetzt mal jetzt auch den Nachwuchs motivieren. Ich wollte jetzt mal ein bisschen den Nachwuchs motivieren. Und wenn ich richtig bin, ist der, der Meister jetzt gerade 20 oder 21. Ja. Josip Stanicic, der küttern doch plötzlich aus der Versenkung. Und man darf ja auch nicht sehen, er hat bei Bayern München schon ab der U17 gespielt. Er ist ein aus dem einen Nachwuchsbereich. Und dass so ein Club dann auch mit dieser Hochklassienbesetzung so einem Jungen die Chance gibt, der sie nützt, dann kann man das auch mal nennen. Ja, finde ich gut. Also A, auf die Jugend zu setzen, und grundsätzlich finde ich es auch immer gut, wenn man mal die Abwehr lobt, also die Abwehrspieler, weil wir wissen ja, den Ballon d'Or gewinnen in der Regel eigentlich immer Stürmer, also offensive Menschen oder offensive Leute, vielleicht nochmal Mittelfeldspieler, aber ein Verteidiger ist ja grundsätzlich einfach selten dabei, das finde ich sehr, sehr schade. Ich bin ja auch in meiner Kreisliga-Truppe Verteidiger lange Jahre gewesen, Innenverteidiger. Und der alte Spruch, der Sturm gewinnt die Spiele und die Abwehr gewinnt die Meisterschaft. Freunde, da ist etwas dran. Ich wollte mich sagen, Jerome Boateng. Und weißt du, was das Gute ist? Weißt du, was das Gute ist bei den jungen Spielern? Ich müsste eigentlich den Leverkusener Florian Wirt, so wie der gespielt hat, wie torgefährlich der ist, was der vorbereitet. 18 Jahre, 19 Jahre jetzt, dann muss man sagen, das ist der beste junge Spieler der Bundesliga mit Abstand. Und auf ganz, ganz festen Füßen steht der Richtung Nationalmannschaft. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Ja, jetzt wollte ich gerade die Abwehrspieler loben, da kommst du schon wieder mit einem offensiven Mann. Aber nein, ich habe doch beide genannt. Wir haben jetzt zwei Junge genannt, die junge Vertreter. Das ist richtig. Du hast die Rubrik eingeläutet. Ja, ist richtig. Ich wollte nur sagen, Jerome Boateng hat jetzt ja auch wieder gespielt gegen Paris. Bei Lyon ist aber dann ausgewechselt worden, ich glaube in der 75. Minute. Und sein Trainer Peter Bosch, ehemaliger Trainer ja auch von Bayer Leverkusen, hat ja gesagt, ich bin zufrieden mit ihm, aber er ist noch nicht fit, es ist noch viel Luft nach oben. Also von daher scheint es auf jeden Fall richtig gewesen zu sein, vom FC Bayern Jerome Boateng ziehen zu lassen. Vielleicht ist er aber auch nur deswegen nicht fit, weil er natürlich private Probleme hatte und weil er vielleicht auch jetzt die neue Aufgabe erstmal wieder wirklich annehmen muss. Jedenfalls Jerome Boateng wieder im Einsatz. Habt ihr es verfolgt? Ich sag dir eins, der muss heilfroh sein. Das ist ja, zwei, drei Wochen bevor dieses extreme Urteil gesprochen wurde, damit, ich glaube, 1,8 Millionen Strafe, ja, aufgrund seiner sehr hohen Tagessätze, die er hat, dass er den Vertrag da unterschrieben hat noch, ne? Also absolut. Das wäre deutlich schwieriger danach geworden. Ja, der Verein hält sich ja da relativ raus, muss man sagen, oder relativ zurück. Peter Bosch hat ja auch gesagt, das ist sein privates Thema. Ich urteile nur über den Fußballer, aber die Fans von Lyon, ich habe mir da einige Kommentare durchgelesen, also die sind da schon sehr, sehr gespalten. Also da gibt es dann schon viele, die sagen so, ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie bei uns in der Mannschaft spielen muss. Andere wiederum sehen so ein bisschen wie der Trainer. Ist jetzt schwer, da drüber zu sprechen, weil das eine eben wirklich mit dem anderen im Zweifel gar nichts zu tun hat. Aber es färbt natürlich in dieser Zeit in einer Medienwelt doch sehr ab, ne? Ja, und sein Bruder hat mit ihm gebrochen, ne? Das muss man sich auch mal vorstellen. Das hatte ich auch überhaupt gar nicht mitbekommen. Ist fast ein bisschen untergegangen, ne? Aber der hat jetzt im Zuge dieser ganzen Geschichte, also geht ja darum, ne, dass er ja eine Ex-Freundin geschlagen haben soll, muss man eigentlich gar nicht mehr sagen, weil es ist ja, ne, vor Gericht nun belegt mittlerweile. Und da sagte Kevin Prince, ich habe mich schon seit langem von Jerome distanziert. Ich schätze und respektiere das deutsche Recht, verabscheue Gewalt gegen Frauen. Ich identifiziere mich nicht mit den Taten meines Bruders, habe deshalb nichts mehr mit ihm zu tun. Also das ist natürlich schon echt eine sehr, sehr klare Kante. Ne? Also, absolut, aber es ist natürlich jetzt auch für uns drei einfach schwierig, aus der Distanz da dieses Thema sagen wir mal so, beurteilen zu können, wenn es denn so ist. Es geht noch wieder in eine Revision ja auch. Ja, ne? Ja. Also jetzt, das ist auch genau. So. Aber nichtsdestotrotz, weil du jetzt gerade auf Lyon eben gekommen bist, er da jetzt spielt, natürlich hast du so ein Thema, bist du damit auch schwanger. Ne? Das ist also seltsame Formulierung vielleicht in dem Zusammenhang. Aber trägst du das auf jeden Fall im Kopf und bist dafür eben noch nicht, bei weitem nicht der Jerome Boateng, der er fußballerisch mal war. Mal sehen, ob er das schafft. Das Spiel der Saison ist auf jeden Fall, liegt jetzt hinter ihnen, ne? Weil das ist ja im Grunde das PSG-Spiel. Er hat ein Foto gepostet von einem Zweikampf mit Neymar. Also insofern, he's still alive. Ja, ich lass uns wieder zum Fußball kommen, zum reinen Fußball. Ja. Und jetzt sage ich euch meinen Held der Woche. Es ist Maurizio Roberto
Pochettino Trocero, geboren am 2. März 1972 in Murphy, Santa Fe. Ein argentinischer Fußballtrainer, so steht es bei Wikipedia, von Paris Saint-Germain, weil er hat es fertiggebracht, den großen Lionel Messi auszuwechseln. Ich glaube, in der 75. oder 79. Minute. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der Mann hat Eier. Also, wenn du es wirklich fertig bringst, Messi, wie heißt er nochmal? La Pulga, ne? Glaube ich, der Flo wird er ja genannt. La Pulga vom Feld zu nehmen. Er ist ja wohl angeblich ein bisschen angeschlagen. Man muss aber sagen, ich habe mir die Szene nochmal angeschaut, es sah nicht so aus, als wenn Messi das geil gefunden hätte. Und da überhaupt ist der nicht, Ärger sein, schon. Sein Gesicht hat Bände gesprochen. Da ist sozusagen. Der Ärger schon. So rüber und denkst, was machst denn du hier gerade? Du wechselst doch nicht Lionel Messi, du wechselst doch nicht mich. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob ich das gemacht hätte als Trainer. Und ich sage dir, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es aber nicht deswegen nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut hätte, sondern ich finde es, ich hätte es psychologisch, glaube ich, besser gefunden, wenn man ihm einfach auch das Vertrauen schenkt. Es ist zwar ein absoluter Superstar oder der Superstar neben Ronaldo, aber es ist ein Mensch. Und deswegen hat es mich schon sehr gewundert. Und trotzdem hat der Pochettino für mich Eier. Ja, der hat Eier. Aber man darf ja nicht vergessen. Dass Pochettino auch Argentinier ist und das ist ein Trainer, der sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat. Ich kann mich noch gut erinnern, mit Tottenham, nicht eine Mannschaft mit sehr, sehr teuren Spielern, vor allen Dingen nicht für die Messen am internationalen höchsten Level, ist er auch sehr, sehr erfolgreich gewesen in der Champions League, in der englischen Liga, ist ein absolut anerkannter Mann, noch ein verhältnismäßig, wie sagt man, junger Trainer jetzt mit, der zitiert hier zwar auch die 50 so langsam zu, aber er ist noch kein 50 und lange im Geschäft drin. Und es ist einfach so, es geht ja auch nicht um Missachtung. Wenn du jetzt sagst, ich habe das Spiel jetzt nicht komplett gesehen, ich habe, wie ihr auch da, der überraschte Blick von auf Bildern gesehen von Messi, dass das aber macht der dann jetzt? Weiß er nicht, wer ich bin? Weiß er nicht, dass ich der Messi bin? Weiß er nicht, dass ich der Fußballgott bin? Aber ich glaube, wenn ihn einer kennt, das ist sicherlich so ein argentinischer Kollege. Und wenn der eben mal sieht, ja, der hat ein gewisses Alter, hätte jetzt sicherlich aufgrund dem ganzen Theater sportlich vermutlich nicht die allerbeste Vorbereitung und daneben sieht, dass, ich meine, wenn er da alle nass gemacht hat, dann hätte gezaubert, hätte er in sich aber nicht raus. Ja, aber Kalli, jetzt muss man natürlich mal sagen, Pochettino, okay, was du gesagt hast, nicht verkehrt, aber wir dürfen nicht vergessen, der hat in der letzten Saison den Meistertitel nicht erreicht und in der Champions League ist er auch ausgeschieden, während Thomas Tuchel, der Trainer, den man quasi beurlaubt hat, der den Titel geholt hat. Das heißt, pass auf, aber die besteht nicht die Gefahr für einen Pochettino, dass er sich da mit so einer Kleinigkeit, weil der hat ja noch zwei, drei Diven da in dem Laden, ne? Also ich sag mal so, Neymar, Mbappé, das Schlimmste wäre, glaube ich, wenn er demnächst dann Mbappé rausnimmt und Messi bringt oder was weiß ich, was es da für Konstellationen geben könnte. Aber es ist, gefährlich ist das aber doch, oder nicht? Ja, klar ist es gefährlich, ist immer gefährlich, in so einer Konstellation zu arbeiten, aber genau das ist der schmale Grat, den du eben beherrschen musst, auch als Chef dieser Bande. Und um zu zeigen, dass er das ist, muss er natürlich, glaube ich auch, also so sehe ich das, muss er auch Entscheidungen treffen, die ihm eben auch auszeichnen als, ja, als denjenigen, der entscheidet. Und der sagt es ja, was hat er danach gesagt? Er hat gesagt, ich muss das direkt klarstellen. Ja, ich bin hier, um die Entscheidung zu treffen. Das mag dem einen gefallen, dem anderen nicht. So, ne? Also außerdem ging es auch darum, Messi vor einer Verletzung zu schützen, hat er noch gesagt. Ja. Also eine Vorsichtsmaßnahme. Es ist ja auch mein Held der Woche. Also ich habe den Hut vorgezogen, dass er das dann durchgezogen hat, weil ich ja eben weiß, auch aus Gesprächen aus dem Umfeld von Paris, ich kenne ja auch mal so ein, zwei Leute da, mit denen ich da mal, die da auch ein bisschen, wo ich, das ist, also Paris ist wirklich, das ist ja wie ein Wespennest. Also da musst du, wenn du irgendwo aufpassen musst, weil da wirklich die Egos sozusagen ums Licht tanzen, dann ist es da und deswegen ist es mein Held der Woche. Wir kommen gleich noch zur Rubrik mit dem VIP-Bereich. Lass uns mal einmal über das Wahlwochenende sprechen, aber nicht wegen der Wahl, sondern wegen den Spielen, die da sind. Nämlich, es gibt das große Derby. Der FC Bayern München spielt bei Greuther Fürth und der Club, die Klubberer, Kalli, die schauen doof aus der Wäsche, dass das neue Derby jetzt nicht mehr Nürnberg gegen Bayern ist, sondern Fürth gegen Bayern. Fürth.
Ja, ich meine, wenn man nach Fürth fährt, guckt sich das neue Stadion an von dem Sponsor. Ich war da mal auf der Tribüne, das ist sicherlich das Beste. Da kriegst du selbst im Winter den Hintern gewärmt, da kriegst du die besten, leckersten fränkischen Spezialitäten im Hintergrund, wenn Halbzeit oder Spiel vorbei ist. Also die haben sich nicht nur sportlich, sondern auch in der ganzen Struktur enorm verbessert. Die Fürther und greifen wieder an alte Zeiten an. Sicherlich wird es sehr, sehr schwer, das muss man objektiv sehen, so, dass sie sich sportlich in der Bundesliga halten. Aber wir haben gerade angefangen, lassen wir mal abwarten, wie es läuft, und sind natürlich auch am Freitag da krasse Außenseiter. Aber im Grunde genommen hat der Verein auch jetzt in den letzten Jahren in der zweiten Liga sehr, sehr ordentliche Spiele. Sie haben jetzt nicht das Budget, was bis unter der Decke geht, aber sie sind sehr, sehr gut strukturiert. Das hat schon der frühere Präsident gemacht, der auch in der DFL sitzt. Jetzt mit den jungen Leuten, also ich würde das schon sagen, Hut ab vor Fürth. Allerdings ganz klar, Klassenhalt ist das höchste Ziel von denen, und das wird nicht einfach sein, das umzusetzen. Und da war ja der Lothar auch fast schon mal, glaube ich, im Gespräch, ne? Kann ich mich erinnern. Also ich glaube, Fürth hatte doch mal überlegt, Lothar Matthäus zu integrieren, das ist schon ein paar Jahre her, glaube ich. Also da war er kurz... Das stimmt wirklich, aber ich glaube, da war er dann derjenige, der mal eine Nacht drüber geschlafen hat. Nein, ich kann es sagen, nun, weil sie wollten keine Pudelmütze in dem Marketingbereich im Merchandising aufnehmen, nun. Und da habe ich gesagt, ohne Pudelmützen-Merchandising wird der Lothar Matthäus dort nicht anfangen, nun. Ja, man muss ja Freunde sagen, Tobi Matze, wenn du jetzt bei Fürth bist, ob du Trainer bist, Manager bist, Trainer, und sagst, okay, wir haben die rote Laterne mit einem Pünktchen, wir gucken mal nach oben, wer ist eigentlich 3 Punkte weg, dann sind da noch eine Menge Clubs, aber ich fange mal an, RB Leipzig 4 Punkte, VfB Stuttgart 4 Punkte, Eintracht Frankfurt 4 Punkte, Borussia Mönchengladbach 4 Punkte. Da gehen wir davon aus, dass die sich alle ein bisschen erholen und nach vorne marschieren, und dann weiß man eigentlich realistisch gesehen, wie schwer das für Fürth, den Klassenerhalt zu schaffen. Und nochmal, bei aller Liebe für Greuther Fürth und dafür, dass ihr dieses Spiel da, das große Derby am Freitagabend erfolgt, ich hoffe doch, Matze, gerade bei dir, dass so ein bisschen mehr Herzschlagen in deinem Körper vorgeht, sage ich mal, wenn du an den Samstagabend-Knaller Gladbach gegen Dortmund denkst, oder? Weil, ich meine, ganz ehrlich, Bayern wird das klar machen. Die Heimkehr von Marco Rose, ja. Also da bin ich ja sehr gespannt, wie der empfangen wird in seiner alten Wirkungsstätte. Grundsätzlich glaube ich, dass Borussia Dortmund da für mich, der, wenn man die Leistungen jetzt zuletzt auch gesehen hat, der auf jeden Fall klare Favorit ist. Aber Heimspiel im Borussia-Park, da ist natürlich alles möglich. Also, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob Haaland, also der hat ja nun wirklich offensichtlich nach der neuen Frisur hat er nochmal gefühlt den nächsten Turbo für mich gezündet. Also der Kerl ist schon verrückt. Also das ist, muss man sagen. Ja, und Gladbach zählt eben zu den Mannschaften, die jetzt auch wirklich langsam sehen müssen. Kalli, da würde mich deine Meinung gleich mal total interessieren. Ab wann wird aus einem schwächeren Saisonstart dann wirklich eine Krise? Und ab wann schlägt es dann auch in so einem Verein um sich, dass dann an allen Ecken und Kanten diskutiert wird über den Trainer? Weil du hast ja gerade aufgezählt, Gladbach echt 4 Punkte nach 5 Spielen, genauso wie Leipzig, die ganz andere Ziele haben und auch ganz andere Budgets haben für viel weiter vorne. Genau wie Frankfurt. Also das wird jetzt schon sehr spannend zu beobachten, bei wem es in den nächsten Spieltagen so weitergeht und wer da den Absprung von unten schafft. Was glaubst du, wie ist die Situation in den Vereinen? Ja, wenn ich jetzt mal auf Mönchengladbach sehe, man hat ja gesehen, dass sie doch entscheidende Probleme hatten. Und wir können ja nicht im letzten Jahr sagen, Mensch, was macht der Rose jetzt für eine Scheiße da? Wieso punkten die nicht richtig? Wieso kommen die nicht in die Champions League? Jetzt ist Adi Hütter so ein erstklassiger Trainer, der einen Top-Manager, die haben noch einen ordentlichen Kader, der aber mit Verletzungsproblemen schon zu tun hatte, auch hier und da mal Pech hatte. Die fingen ja eigentlich gut an im ersten Spiel zu Hause gegen Bayern München mit einem hochverdienten Unentschieden. Und dann gab es mehr Verletzte, da gab es mehr Problemchen. Aber wir müssen uns Grêmio Mönchengladbach sicherlich genauso wenig Angst machen wie um beispielsweise Leipzig. Bei Leipzig auch. Da hast du mal Konaté und hast Upamecano, die komplette Innenverteidiger draußen. Zentraler Mittelfeldspieler Sabitzer, der im letzten Jahr 8 Tore geschossen haben. Und sie haben ja auch, das muss man deutlich sagen, klar verloren, was das Ergebnis angeht gegen Bayern München, aber von den
Spielanteilen, wenn man auch sich an die erste Halbzeit zurückerinnert, war dieses Spiel etwas offen. Es kam ein berechtigter, aber so ein Elfmeter, der es normal nicht gibt, von Campbell verursacht, bisschen mit dem Schubsen oben. Also wir sollten da jetzt mal nach vier Spieltagen nicht verrückt spielen. Also ich bin ganz sicher, dass die beiden sich auch wieder europäisch qualifizieren. Also das meine ich jetzt für Mönchengladbach und für RB Leipzig, ob es natürlich für die Champions League geht, was für Leipzig fast eine selbstverständlich ist und bei Gladbach immer so ein Hoffnungswettbewerb. Das ist immer schwierig, wenn du nicht richtig startest, wenn die Punkte dir fehlen, wenn das Selbstvertrauen ein bisschen weggeht. Aber wir werden uns um die brauchen, uns jetzt keine Angst zu machen. Nein, aber Wolfsburg und Dortmund, das sind ja die Konkurrenten dann letztendlich auch um die tollen europäischen Plätze. Klar, die sind natürlich auch dann schon 7 oder 8 Punkte entfernt. Ne? Also da musst du höllisch aufpassen, dass das nicht größer wird. Ich finde, wir sollten das Spiel gleich noch tippen zwischen Gladbach und Borussia Dortmund. Kommen aber jetzt zu unserer nächsten Rubrik und die lautet natürlich der VIP-Bereich Report. Und da haben wir natürlich eben schon angedeutet, worüber Tobi gerne sprechen möchte, nämlich über Tim Wiese, Tobi. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Aber ich möchte erstmal deine hören. Ich kann mir denken, ohne dass wir drüber gesprochen haben, kann ich mir denken, wie deine aussieht. Du bist da ganz klar Team Wiese, würde ich sagen. Ja. Die kann man sich so anstellen. Das ist eine Vereinslegende. Gehe ich von aus, dass das gleich von dir kommt? Ja, ganz ehrlich, meine Meinung ist doch folgende. Wenn es da einen VIP-Bereich gibt, ich glaube... Achso, du willst meine gar nicht hören. Du willst meine gar nicht hören. Warte. Ich sag dir eben meine und dann ist mir deine wichtig. Ich sage dir, du musst doch froh sein, als SV Werder Bremen in der zweiten Bundesliga, wenn ehemalige Spieler und Legenden, und da waren ja, glaube ich, auch noch Thorsten Frings und noch 2, 3 andere dabei, wenn die sich da in dem Stadion aufhalten und wenn die dann in einem VIP-Bereich sind, ob die jetzt eine Karte haben, ja oder nein, dann ist doch scheißegal. Jetzt kannst du, ja, das Hygienekonzept verstehe ich ja auch alles, aber das kann man doch charmanter lösen. Also da könnte man sagen, Jungs, pass mal auf, freuen uns mega, dass ihr hier seid. Ihr wisst ja, wie es ist. So, aber dass das da am Ende dann irgendwie in der Bildzeitung steht und da ist dann Tim Wiese fliegt aus dem VIP-Bereich. Ja, das ist ja für, das ist, also da tut sich der SV Werder Bremen ja überhaupt keinen Gefallen mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sollen doch froh sein, dass die Jungs alle kommen. Und es sind ja wirklich gestandene Mannsbilder, die in der Zeit da war, wo der SV Werder einfach eine Macht war in der Bundesliga, muss ich ganz ehrlich sehen, ist gut jetzt die Dame, die da irgendwie involviert war, für die ist es auch schwer, wenn du da so 10 Jungs gegenüberstehst, aber grundsätzlich muss man sowas charmanter lösen, ist meine Meinung. Also ich fand es nicht gut. Also ich würde, Matze, ich würde da voll in der Rolle spielen. Du bist der Ankläger und Tobi ist der Verteidiger, weil der ja auch in grüner Unterwäsche schläft, hat ja auch Bettwäsche von den Bremen. Und ich spreche den Richterspruch. Jetzt bitte Verteidigung, Tobi Holtkamp, einer unserer besten Journalisten und trotzdem grün-weiß gefärbt. Ja, also sagen wir so, ich bin wirklich ein Tim Wiese-Freund. Ne? Wir kennen uns, ich mag ihn auch sehr. Trotzdem bin ich auch ein Freund von klaren Regeln und ich bin kein Freund von Promi-Bonus und von hier, weil er mal so und so, darf er jetzt das und das, aber was Tobi, andere nicht wir dürfen. Reden doch hier wenn's, über den VIP-Bereich. Guck mal hier. Bitte, jetzt spricht der Verteidiger von Bremen. Matze, sag mal, da spüre ich eine gewisse Aufregung. Hast du Sorge, dass Kalli gleich für mich spricht? Nein, sag. Nee, so und dementsprechend sage ich, wenn es da ein ganz klares Sicherheitskonzept gibt, an das wir uns alle halten müssen, damit überhaupt Fußball gespielt werden darf, damit Menschen ins Publikum dürfen, wenn gewisse Bereiche nicht von dem einen in den anderen gewechselt werden darf und er da aber so durchgeht und im Zweifel auch noch ohne Mundschutz und irgendwie ne so, ja, aber geht da, ich war doch hier und der und der, dass es dann mal zu Reibereien kommt, wo ein Tim Wiese dann sicher auch in der Lage ist, da nochmal ein Wörtchen drauf, ich war nicht dabei, ne, wir waren alle nicht dabei, ne, aber wo das eine Wort dann das andere gibt, dann ist es ja nicht die Entscheidung des Vereins in dem Moment und des Managements zu sagen, raus jetzt, du fliegst hier raus, sondern das sind dann meistens auch externe Sicherheitskräfte und so. Total doof für Werder und für alle Beteiligten, dass es so und dass sowas an der Zeitung steht, dass sowas durch die Medien geht und sowas. Aber ich bitte darum, wir müssen uns Jetzt kommt der Sportrichter. Sie haben keine Sprechstunde. Sie haben keine Sprechstunde. Sie haben Ihre Anklage vollbracht. Jetzt reicht's. Keine Wortmeldungen mehr. Ich sage, was Tobi im Grunde genommen sagt, ist sachlich, faktisch richtig. Trotzdem bin ich mehr auf der Seite vom Matze. Man kann sowas auch über Geschäftsführer, über Manager, über wichtige Leute im Verein friedlich ohne Tara lösen. Und dann braucht man nicht gegen die Hygienebestimmungen zu verstoßen. Ja. Das ist ein gutes Argument, was man nachher mit einbringen kann. Da kann man auch nicht faktisch sachlich gehen wechseln, aber man kann es anders lösen. Oh, so.
Also ich muss sagen, Sie sind Herr Kalmund, Sie sind so weit auseinander, ehrlich gesagt. Herr Kalmund, Sie sind ein ausgezeichneter Richter. Also wenn ich mal, wenn ich mal falsch geparkt habe, würde ich Sie gerne ansprechen, ob Sie die Verhandlung führen könnten. Sehr gerne. Sag mal, ich habe da gerade so ein kleines Ping im Hintergrund gehört. War das eine PayPal-Überweisung, die da gerade rübergegangen ist? Oder? Was war das? Ping! Ja, genau. Nee. Ich hab das Gefühl, dass du den Richter gerade. Nein, das war Tim Wiese, der hat mir eine Mail geschrieben. Ich soll ihn gleich mal anrufen, wie es denn gelaufen wäre. Ja, genau. Mein Mandant hat sich gemeldet. Zum Abschluss, jeder einen Tipp, damit wir nächste Woche wieder sehen können, wer wirklich richtig liegt, komplett richtig liegt. Also wir tippen Mönchengladbach gegen BVB. Ich fange wieder an mit 2-2. Der hat mir das letzte Mal Glück gebracht. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Tipp. Gut, ich gehe auf ein 3-1 für Mönchengladbach. Ich sage, dass Borussia Dortmund gewinnt in den letzten Minuten mit einem 3-2 leider wieder, was heißt leider, Erling Haaland, der neue Superstar der Bundesliga, und Dortmund wird das Ding nach Hause schaukeln. Aber eben etwas knapper 3-2, ist meine Meinung. Ich freue mich auf die Auswertung, aufs Sportgericht nächste Woche. Mal sehen, wer dann recht hat, in jeder Hinsicht. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, Dankeschön wieder für euch beide oder an euch beide für diesen wunderbaren Podcast. Da freue ich mich aber. Dein Feedback ist mir genauso viel wert wie das unserer Hörer. Und das ist wirklich eine Freude, da reinzuschauen. Bewertet uns gerne, das freut uns sehr bei Apple Podcasts zum Beispiel. Abonniert uns, das ist ganz wichtig, dann verpasst ihr nichts. Und das hilft uns einfach auch sehr. Ja. Wir haben noch viele gute Streiche und noch bessere Rubriken vor uns. Genau, wir sind ja auch bei YouTube unter anderem. Also die YouTube-Zuschauer jetzt oder Zuhörer, da freuen wir uns auch, wenn ihr in die Kommentare gerne euren Kommentar hinterlasst, was euch auffällt bei unserem Podcast. Ob ihr der Meinung seid, dass Kalli manchmal zu viele Statistiken von sich gibt und ob ihr der Meinung seid, dass Tobi Holtkamp zu wenig Statistiken von sich gibt. Und ob ihr der Meinung seid, dass ich wirklich so eine Fachkompetenz habe, wie ich selber denke. Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Wir sollten nächstes Mal einfach mal ein, zwei Kommentare aufnehmen und die besprechen. Ja, das machen wir. Und bis dahin sagen wir tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, Kalli. Tschüss, Matze. Alles klar. Tschüss. Macht es gut. Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.